Hallöchen und willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. So, es ist gar nicht so viel Zeit vergangen, wie ich dachte. Wie viel war es jetzt? Nicht mal eine Woche. Es waren jetzt, heute ist die nächste Woche Freitag tatsächlich. Ne? Und letzte Woche ist Sonntag. Nee, Samstag haben wir zuletzt gespielt. Ne? Also es ist nicht mal eine Woche, morgen wäre es eine Woche. Ich habe noch mal ein bisschen Zeit. Ich habe heute, morgen, Sonntag und nächste Woche komplett Zeit. Das heißt, wir spielen noch ein bisschen Assassin's Creed. Gut, das ist jetzt nochmal so ein bisschen eine Backtracking-Folge hier, denn wir werden noch ein paar Sachen machen, die wir schon mal gemacht haben, beziehungsweise wir werden in Gebieten Sachen nachholen, die wir nicht gemacht haben. Zum Beispiel unsere gute Berserker-Bonus-Quest, die wir durch Ubisoft Connect freigeschaltet haben. Wir können mal ganz kurz in Ubisoft Connect reingucken. Ich weiß nämlich auch gar nicht, ob es da irgendwie neue Herausforderungen gibt oder sowas. Da haben wir es ja freigeschaltet. Wir machen das Ganze, dann bekommen wir wohl so ein neues Crewmitglied. Das war ja diese Aufgabe mit dem Björn, mit diesem Berserker, von dem wir da schon was gehört haben. Herausforderung. Zeitlimit. Na, guck mal hier. Es gibt neue. Community-Herausforderung. Führe ein beliebiges Attentat durch, um die Herausforderung abzuschließen. Abholen. Abholen. Und dann hier noch, Odin ist mit... Ach hier, Berserker-Raserei. Bringe den Tod, egal mit welcher Waffe oder in welchem Kontext, um diese Herausforderung abzuschließen. Abholen. So, und dann gibt es hier noch eine Community-Herausforderung. Bringe den Tod, egal mit welcher Waffe, oder 7 Millionen Mal, oder ist das 170 Millionen Mal, oder? Ich guck mal, Moment. Ich meine, 70 Millionen. Ach so. Hä, aber warum? Bringe den Tod, nimm teil, um Preise zu gewinnen. Ich glaube, wir müssen also quasi einmal jemanden umbringen. Und dann können wir die auch schon abholen. Das ist ja auch schon erfüllt mit 89 Millionen. Bringe mehrfach mit einem schweren Schild den Tod, müssen wir noch machen. Gewinne Trinkspiele 1, müssen wir noch machen. Räche den Tod eines anderen Spielers. Man kann jetzt auf der Karte wohl sehen, wo Spieler gestorben sind und dann die Mörder der anderen Spieler umbringen. Sowas natürlich. Ging ja in Assassin's Creed Odyssey auch, glaube ich. Bringe den Tod mit brennenden Pfeilen. Ja, okay, machen wir. Also wie gesagt, das ist ja ganz cool. So können wir ein paar Opale bekommen und dann vielleicht auch ein paar Gegenstände kaufen, die wir ansonsten ja mit Echtgeld kaufen müssen. Also wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Berserker-Aufgabe. Dafür müssen wir nochmal zurück nach East Anglia. Lange ist es her, dass wir hier waren. Und da ist auch theoretisch die Beowulf-Aufgabe, die wir vielleicht, ja, wobei die würde ich wahrscheinlich getrennt machen. Ne, schon so zwei Videos, einen jetzt für diese Berserker-Aufgabe und eine Aufnahme dann für die Beowulf, das ist ja sogar, die Beowulf-Aufgabe ist ja Season Pass, richtig? Genau. Oder? Genau. Na, also diese Beowulf-Aufgabe ist die exklusive Season Pass-Quest. Gut, wir machen jetzt die Berserker-Quest und gehen dann hier hin. Gut, und wie gesagt, ansonsten danach gucken wir mal. Wenn das jetzt wirklich nicht allzu lange dauert, könnten wir danach nochmal ein bisschen in die... in die Gebiete reingehen. Nochmal gucken, ob wir da vielleicht nochmal so ein legendäres Tier probieren oder so. Ach. Okay. Da müssen wir hin. Ja, wie gesagt, wir machen diesem Video am Ende dieser Aufnahme. Wäre mein Ziel auf jeden Fall, dass wir uns an der Bündniskarte das neue Gebiet aussuchen. Beziehungsweise... Nee, machen wir nicht. Ich lege schon mal fest, das nächste Gebiet, das wir tatsächlich machen, ist Jötunheim. Wir haben es angefangen, wir sind da mittendrin und von der reinen Schwierigkeit mit 190 wäre es auch tatsächlich das nächste Gebiet. Interessant ist natürlich, dass das nächste Englerlandgebiet wahrscheinlich, vermute ich, das erste Gebiet mit Gold ist. Na, dann könnten wir unsere ganzen Rüstungsgegenstände nochmal upgraden. Aber wir würden auf jeden Fall dann anfangen mit Jötunheim, beziehungsweise Jötunheim fertig machen. Lass mich raten, der ist da vorne in der Höhle. Also wie gesagt, diese Aufgabe hier ist Ubisoft Connect exklusiv. Das heißt, mit Ubisoft Credits könnt ihr euch die letztlich dann kostenlos kaufen. Sollte hier in der Nähe sein. Thor verleiht mir Kraft. Das muss Björn der Berserker sein. Deine Augen können den Anblick nicht vergessen. So lang fiel es heran. Wie nennt man euch? Wir wären heute
Wolfshemden, Koster von Blut. Man nennt uns Schildbeißer, Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Bald, Alfild. Bald. Okay, warum liegt da so ein riesiger Leichenberg? Will ich das wissen? Ja, hallo Björn. Das ist eine Höhle. Okay, es ist nur so ein Durchlauf. Okay. Stalagmiten, aber keine Stalaktiten, oder? Ah, doch, hier beide. Guck mal. Ich weiß auch nicht. Ach, guck mal, da ist eine Kiste. Gefunden. Auch wenn ich jetzt zuerst oben rumgehen wollte, tatsächlich. Gut, gehen wir mal zu Björn. Und versuchen mal herauszufinden, ob er gerade hier mit seinem Bären gesprochen hat. Hallo? Ein Mann, der an der Seite eines großen weißen Bären kämpft. Du bist Björn Blutzahn. Frag die Toten. Was erzählen sie dir? Sie sagen, wir wollen keine Formwandler in diesen Landen. Sie wollten mich tot sehen. Sie waren nicht die Ersten. Und du? Willst du dir einen Namen machen? Eine Leiche mehr auf meiner Schwelle macht keinen Unterschied. Ich bin nicht hier, um gegen dich zu kämpfen, Björn. Ich bin Eivor vom Rabenclan und biete dir einen Platz in unserer Halle. Ich habe keinen Clan und brauche auch keinen. Du lebst lieber allein hier mit deinem Bären? Ich übe lieber Rache an dem Mann, der meine Frau erhängte und den Krähen überließ. Wer ist dieser Mann? Ein mercischer Ätherling, dessen Name meine Lippen nicht besudeln soll. Er hat viele Männer, womöglich ein Heer. Doch das hält mich nicht auf. Dann lass mich dir helfen. Wenn du wahrlich deine Frau rächen willst, dann darfst du nicht im Kampf fallen. Ich denke darüber nach. Njal, geh mit meiner Bären. Füll ihr den Bauch. Und wenn Njal dir vertraut, wer weiß, vielleicht kannst du mit mir kommen. Oh, guck mal, sehr schönes Detail. Der Bär ist auf einem Auge blind. Oh, hallo Njal. Du bist zahm für solch ein wildes Tier. Ist das so? Sag mir, was frisst so ein Bär wie du? Was immer du willst, ja? Am besten zeigst du es mir. Okay, Björn, dann bis gleich. Erinnert mich ein bisschen an dieses Wildschwein, wisst ihr noch? Dieses schatzsuchende Wildschwein. Okay, aber ja, den Mörder seiner Frau ermorden klingt ja erstmal nach einer gar nicht so verkehrten Sache, oder? Die Skalden sagen, Björn trug dich in die Schlacht, als du noch ein Junges warst. Zog dich auf, wie man ein Kind aufziehen würde. Die Laufanimation ist ein bisschen, als würde ein Mensch in dem Kostüm stecken, ne? So ein bisschen irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Na gut. Deine Lieblingsblumen? Das ist aber kein Futter, Njal. Erinnert mich an den Sommer in Nordwege. Wir hatten solche Felder unweit von Hemings Halle. Ich verstehe, warum Björn dich gern in seiner Nähe hat. Okay, ein sehr schönes Detail, wie Eivor hier auch mit der Hand so nach dem Gewächs greift. Das sieht ganz schön aus. Das war ja auch damals in Horizon Zero Dawn so mit Aloy. Der hat das ja auch damals gemacht. Und ich glaube aber in Origins auch schon, ne? Was ich in Black, in Assassin's Creed 3 schon, ich weiß gar nicht. Willst du etwas fischen, Jal? Hier. Wow. Es geht doch nichts über frischen Fisch. Friss dich satt, meine Gute.
Teufel spielt auf und sein Meister. Das ist nicht in dir. So macht man das. Diese Männer haben euch gesucht, Njal. Björn könnte auch in Schwierigkeiten sein. Okay, dann bist du schnell zurück. Njal, hallo, wir müssen dein nicht fressen. Komm, wir müssen zurück zu Björn. Okay, wir gehen mal schnell zurück. Schnell, 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 schnell. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, ja, ich hab Bock, ne? Assassin's Creed, ich hab Lust. Wie gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage noch ein bisschen was spielen. Und ich freue mich vor allen Dingen, erinnert euch an Jötunheim, ist ein bisschen doof, ne? Dass wir jetzt, ja, das Gebiet nachträglich nochmal neu anfangen müssen. Oh, shit. Na komm. Ja! Gott verfluche solch Sünder! Deinen starken Kriegsarm, Rabenhemd. Diese Männer waren nicht nur auf den Ruhm aus, einen großen Berserker zu besiegen. Nein, das waren Gefolgsleute des mercischen Ätherlings, meines Todfeindes, des Mörders meiner Frau. Wie starb deine Frau, Björn? Berühmtheit hat zwei Gesichter, Eivor von den Raben. In Nordwege ersehnten viele junge Tane den Ruhm, mich zu töten. Sie starben. Ich wurde des Tötens müde. Alfred und ich kamen für einen Neuanfang hierher. Für ein ruhiges Leben. Doch dein Ruf segelte dir voraus. Dieser mercische Ätheling erfuhr von deinen Taten und wollte sich mit deinem Blut schmücken. Du hast recht. Nur wollte er, dass ich vorher den Berserkertrank zu mir nahm. Als ich mich weigerte, befahl er es, bot Gold, verspottete mich sogar. Dann erhängte er sie. Alfred. Deine Blutfehde ist gerechtfertigt. Doch wenn es etwas ist, das du allein tun musst... Nein, du hast recht. Ich will nicht im Kampf sterben, sondern in dem Wissen, dass meine Frau gerecht wurde. Ich will diesen Mann töten. Hilf mir. Sag mir, was du brauchst. Tollkirschen. Das ist die letzte Zauberzutat für meinen Berserkertrunk. Sollst du haben. Und wenn alles vorbei ist, gehört dem Rabenclan deine Axt, hoffe ich. Wenn du die Tollkirschen findest, bring sie mir unter den Galgenbaum südlich von Beodritches Wort. Tollkirschen wachsen häufig bei Friedhöfen. Und die Sachsen legen ihre Friedhöfe rund um ihre Kirchen an. Tollkirschen wachsen auf Friedhöfen. Davon gibt es im christlichen Englerland mehr als genug. Okay. Das Ritual des Berserkers. Welch tragische Geschichte, oder? Ist das jetzt eine freie Aufgabe? Also können wir jetzt einfach zu irgendeinem Friedhof gehen, oder?
Questos. Finde und sammle Tollkirschen in East Anglia. Mhm. Wahrscheinlich bei irgendeiner hier, ne? Zum Beispiel hier. Tragische Geschichte. Aber verstehe ich das richtig, dass er dann durch diesen Berserker-Trunk noch mehr Berserker wird, als er eh schon ist, oder was? Okay. Gucken wir, machen wir. Ne? Ja, wie gesagt, ne? Bei dieser Mordgeschichte, beziehungsweise bei der Rachegeschichte bin ich natürlich direkt dabei. Unabhängig davon, ob der nachher Mitglied unseres Clans wird oder nicht, würde ich ihm natürlich trotzdem helfen, diese Gerechtigkeit aus der Welt zu räumen. Gut. So. Aber gut, dass ich nochmal gelesen habe. Ich dachte nämlich gerade, ich könnte zu jedem Kloster gehen und nicht zu einem bestimmten, aber man muss dann doch in East Anglia bleiben. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, insgesamt machen wir dann Jötunheim. Das ist ja dann, weiß ich gar nicht. Ich vermute mal die letzte von diesen Visionen, die wir machen. Vielleicht gibt es sogar noch eine dritte. Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja erst Asgard gemacht und jetzt Jötunheim. Ich weiß gar nicht, ob da noch was kommt. Müssen wir mal gucken. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Dein letztes Stündlein. Folg mir nach. Du kommst mir nicht so einfach. Och Mann, Leute, ich hab doch gar nichts gemacht, danke. Okay. Hier ist aber aktiv kein Friedhof, oder? Hm. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir hier fündig werden. Norweg. Ich muss mich gerade mal ein bisschen orientieren. Ich weiß ja nicht, ob wir hier vielleicht welche finden können. Gucken wir mal. Ah, nee, nee. Das ist aber auch ein bisschen doof, dass wenn wir den Bären in die, dass wenn die Wachen den Bären wittern, wir dadurch auch mit Aggro gehen auf den Wachen. Das ist ein bisschen schade. Ja, okay, ich meine, man kann es verstehen, dass wenn wir einen Bären in die Stadt bringen, dass die Wachen dann auch Aggro sind, aber... Breite deine Flügel aus. Aha. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Tollkirschen haben einen sehr eigenen Geruch. Das sind genug Tollkirschen. Ein übel riechendes Kraut.
Ich sollte Björn aufsuchen. Okay, nice. Das hat doch gut funktioniert. Ja, dann war mein erster Anhaltspunkt ein bisschen falsch, aber letztlich dann doch einfach. Cool. Und ihr wisst ja was, wir haben Köcher übrigens. Immer noch. Er ist nicht nochmal weggeglitscht. Ist durchaus eine Erwähnung wert, oder? Jo. Reittier rufen. Und ab dafür. Und wie gesagt, was genau ist jetzt für ein Ritual, das weiß ich nicht, ob das wirklich eher eine symbolische Bedeutung hat oder ob er jetzt wirklich nochmal mehr seiner Berserker-Wut entfesseln kann. Wir finden es heraus. Aber bei der Ermordung, wie gesagt, stehe ich ihm gerne zur Seite. Bei der Rache, Entschuldigung. Es ist ja wirklich, nicht wirklich eine Ermordung. Die Ermordung hat ja eher der Mörder seiner Frau begangen. Und ich sehe schon, er hat sich auch einen ganz besonderen Ort dafür ausgesucht. Einen ziemlich übel aussehenden Baum. Wie versprochen. Deine Tollkirschen. Gut. Sie haben die nötige Macht für das kommende Ritual. Es ist fast fertig. Die Skalden sagen, Odin habe sich an einem Baum wie diesem erhängt. Die meisten sterben, doch er überlebte. Yggdrasil, der Weltenbaum. Odins Galgen. Der Ort, an dem Leben und Tod eins sind. Reite mit mir, Rabe. Der Seder erwartet uns. Der Berserkertrunk ist stark. Er mag dir Einblick in die Geisterwelt geben. Oder dich in ein wildes Tier verwandeln. Was auch passiert, stell dich ihm ohne Furcht. Wie nennt man euch, ihr Bärenhäute, Wolfshemden, Koster von Blut? Wir sind die Schildbeißer, Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Was bringt der Kampf euch, ihr Bärenhäute? Ihr Wolfshemden, Koster von Blut! Wir kämpfen für Ruhm, wir Schildbeißer! Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut! Ich war dem Tod schon oft nah. Doch das hier, das war anders. Ja, und da sind auch riesige Blutlachen. Einfach haben wir gegen ihn gekämpft oder wer war das, diese Bärengestalt? Fühlt sich an, als hätte mir ein Jötun den Kopf zerstampft. Ein prächtiges Gefühl, oder? Berserkertrunk bekommt mir nicht so sonderlich gut. Aber du lebst noch. Fühlst du die Macht des Bärenblutes, das durch deine Adern strömt? Ja,
Aber du... Du warst ein Bär. Und ich spüre die Bärenmacht noch immer. Ich bin bereit. Wohin? Die Mercer, die meine Frau ermordeten, verkriechen sich in Beodritches Wort. Wir werden sie alle töten! Zu mir! Njal wird mercisches Blut kosten. Zeig mir, was du kannst, Berserker. Für Alfred! Wow. Okay. Ja. Ich bin bei dir. Ich glaube, gleich werden Köpfe rollen, oder? Im Vorteil. Oh mein Gott. War jetzt aber auch ein Geschnetze, ja?
So, gut. Noch Fragen? Ich glaube nicht, oder? Björn? Okay. Ich weiß nicht genau, wo der hinläuft, aber wir folgen mal, ne? Also... Ich glaube, der will den ganzen Ort auseinandernehmen, aber warum nicht, ne? Ist tot. Du hast deine Vergeltung. Ja. Doch nun fürchte ich, ich muss dich noch um eines bitten, wenn du willens bist. Was ist los? Njal ist müde. Ich werde mich unter dem Baum, wo all dies begann, um sie kümmern. Bitte, bring uns ein paar ihrer Lieblingsblumen. Sie sehen aus wie... Ich weiß welche. Ich sammle sie und komme dann zu dir, unter den Galgenbaum. Bleib stark, mein Kind. Björn ist hier. Nein! Ich sah einige von Njals Lieblingsblumen hinter dem Galgenbaum. Nein! Jetzt sag nicht, sie stirbt. Das wäre mega sad. Okay, wir holen schon ihre Blumen. Okay, insgesamt eine sehr schöne Aufgabe. Es wäre cool, wenn es als ganze Aufgabengruppe Rekrutierungsaufgaben gäbe, wo man mehrere Leute kennenlernt und die dann so... zu seiner Mannschaft dazu nimmt. Wisst ihr, was ich meine? Also Rekrutierungsaufgaben, das wäre ganz geil. Das Grab seiner Frau. Kein Wunder, dass er oft zu diesem Baum kommt. Oh. Auf zu Björn unter dem Galgenbaum. Ah, okay, dann hat er seine Frau da hinten beerdigt, ich verstehe. Läuft der jetzt gerade noch rüber wahrscheinlich, ne? Ah ne, da ist er ja. Ich brachte sie hierher, wo es begann, wo es endet. Ich verstehe. Sie erhängten meine Frau an diesem Baum und begruben sie zwischen seinen Wurzeln. Ein finsteres, unverdientes Schicksal. Wir nahmen Njal als Junges auf, sie und ich. Wir hatten keine Kinder. Nun sind beide fort. Nur ich verbleibe. Liebe Njal, du warst immer an meiner Seite. Den besten Teil meines Lebens. Warum muss es so enden? Njal schläft heute Abend zu Füßen des Allvaters. Ja. Sie lassen treue Hunde in die Halle der Tapferen. Also ist Njal auch dort. Mit Alfhild.
Du hast mich gefragt, ob ich mich deinem Clan anschließen würde. Ich bin bereit. Gut. Ich habe einen Platz für dich auf meinem Langschiff. Mein Clan wird dich willkommen heißen. Auf unseren Reisen werde ich von Alfhild und Njal singen. Von ihren Taten. Ich werde ihren Namen in die Schlacht tragen. Wenn du bereit bist, folge dem Nene bis zu meiner Siedlung. Wir werden dich als Bruder begrüßen. Ich werde der Berserker des Rabenclans sein. Jomsvikinger angeheuert, Björn. Die Vergeltung des Berserkers. Eine sehr schöne Questreihe. Wie gesagt, schade, dass es das nicht für mehrere Begleiter gibt. Ne? Dass man nicht mehrere Begleiter rekrutieren kann und dann so ein bisschen die Persönlichkeit kennenlernt. Finde ich sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir machen noch ein bisschen was. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal so ein paar Sachen. Zum Beispiel können wir hier mal hingehen. Da war doch One Punch Man, glaube ich, ne? Den können wir gerne mal probieren. Dann würden wir... Ich hab's gesehen. Ich wär nicht lügen. Man muss den nur einmal kontern, glaube ich. Ja, also das ist, ja, das ist dann die Lösung, dass man den nur einmal kontern muss. Ne? Das ist gar nicht so schwierig. Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig. Ich glaube schon. Man muss den nur einmal kontern und dann ist der besiegt. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man sich nicht treffen lassen darf. Wir gucken mal. Und ansonsten können wir gleich nochmal so ein paar legendäre Tiere probieren. Diese komischen Sumpfhexen machen wir auf jeden Fall nicht. Das machen wir irgendwann, wenn wir den Kopf von Elfred aufgespießt haben. Dann können wir uns gerne um die Hexen kümmern. Ja, ich glaube, das ist richtig hier. Jo. Hallo. Ich bin zurück. Ich verstehe. Ja. Deine Zeit ist um. So vergeht mein Tag. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Deine Enttäuschung wird auch die meine sein. Und das war's. Nie zuvor wurde ich besiegt. Ich bin erstaunt, verwirrt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Du hast meiner Schelle widerstanden. Dafür teile ich meinen Schatz mit dir, den mir meine Schelle über die Jahre eingebracht hat. Lohn für eingeschlagene Schädel. Ach, ich fühle mich von meinem Vermächtnis befreit. Nun kann ich endlich ein gewöhnliches Leben führen. Dem Himmel sei Dank. Ja, also ihr habt's gesehen, so schwer war es gar nicht. Man musste nur auch kontern, tatsächlich. Gut, haben wir das. Was haben wir hier drin? Schatz, den er versprach. Seine Schelle bescherte ihm ein Meer an Reichtümern. Naja. Die Kinder haben eine Sammlung derer, die eine Schelle bekamen. Eine geschriebene Liste gescheiterter Krieger. Ivar der Knochenlose. Halfdar Ragnarsson. Fulke. Was? Fulke war hier? Genau, Fulke hat gegen ihn gekämpft. Leofrif Soma. Was? Testament von Vrevrefrief dem Scheller. Grüße an den Aldermann Wigmund und die Eheleute Edelleute des Schiers. Ich, Vrevrefrief, vererbe meinem zweitgeborenen Kind den Besitz all meines Lebens, welches unter Gottes Herrschaft hier in Grantebrück Schier mir gehörte. Dieses Schreiben bestätigt, dass ich all dies Land aus meinen fähigen Hand in die fähigen Hände meines zweitgeborenen Kindes übergebe. Mit den Worten, ein langes Leben wünsche ich dir, so wie großen Ruhm. Ich gehe in Frieden von dir, Vrevrefrief. Okay. Ja, haben wir das, ne? Also wie gesagt, das war dann letztlich doch einfacher, als ich dachte. Dann können wir gerne nochmal ein paar Tiere probieren. Schwarzer Suka, keine Ahnung, was das war. Was ist das hier? Die Aasfresser. Das ist bestimmt auch mit unseren Mega-Pfeilen, die wir jetzt haben. Und wir haben ja auch 6 Heildinger. Gar nicht so schwierig. Ja, beim nächsten Mal, ich sag's jetzt nochmal, geht's mit Jötunheim weiter, Leute. Vielleicht machen wir's auch fertig, ich weiß gar nicht. Wobei, dann müssen wir auch diese ganzen Iktras, nee, wie heißt das? Ja, das ganze Blut sammeln, ihr wisst schon. Ne? Also es kann gut sein, dass wir das nicht in einem Video machen. Wir gucken mal. Aber auf jeden Fall machen wir dann mit Jötunheim weiter. Weil das von der reinen Schwierigkeit her sicherlich das Sinnvollere ist, bevor nachher... Wir haben wieder durchgehend Kampfmusik gerade, ne? Also die Musik backt ein bisschen oft, finde ich.
Wenn wir jetzt laden würden, wäre sie weg, aber die passt ja ganz gut zum Tierkampf. Ja, jedenfalls machen wir Jötunheim fertig. Das ist ja auch schon angekratzt. Ne? So ein bisschen haben wir das schon gemacht, da waren wir noch viel zu schwach. Aber jetzt wird das bestimmt richtig cool. So, genau, die Aasfresser waren ja irgendwie Wölfchen oder sowas. Genau. Oder? Oh je. Was? Okay, das ist ein richtig weirder Kampf einfach. Das ist so nervig mit dem Fuchteln, ne? Was soll denn der Quatsch? Alter, Junge! Ist das nervig, dass das so viele sind? Thank you.
Okay. Holy crap. Legendäres Tier besiegt die Aasfresser. Okay, das war ein bisschen tricky. Vor allen Dingen gegen Ende, ihr habt es ja gesehen, weil man hätte zuerst den Schwachen besiegen müssen, dann den Mittleren. Ich habe mich viel zu sehr am Mittleren aufgehalten, ich habe es gemerkt. Aber insgesamt war es okay. Also hier wären noch ganz viele Rohstoffe und Pfeile und alles gewesen, war okay. Aber trotzdem habe ich die, ich bin falsch rangegangen. Sagen wir mal so, es war eigentlich eher meine Schuld. Ich bin unklug rangegangen. Gut. Hier wären noch mehr Pfeile gewesen, also es war noch genug da. Hätte man auch ein bisschen besser machen können. So, ist das hier auch alles Heilung? Nehme ich gerne alles mit. Hier sind noch ein paar Pfeile. Schön. Gut. Damit ist Ochsnerforge hier auch komplett abgeschlossen. Wir haben dann hier noch ein Tier. Ansonsten war es das ja auch schon. Wie gesagt, die Hexen, davon haben wir jetzt 1, 2 Stück, 3. Alle drei haben wir schon tatsächlich. Die lassen wir natürlich, ne? Also auf gar keinen Fall machen wir die. Was ist das hier? So ein Dränger, um Gottes Willen. Nee, danke. Nee, dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss und machen dann beim nächsten Mal Jötunheim, oder? Gehen wir mal zurück nach Refnatorp und dann starten wir mit Jötunheim durch. Wie gesagt, Jötunheim ist natürlich dahingehend nochmal spannend, weil es ja ein ganz anderes Konzept nochmal ist, weil da sind wir ja wieder Odin, denkt dran, ne? Wir sind nicht mehr Eivor im klassischen Sinne, sondern wir sind sozusagen Odin, der seine göttlichen Aufgaben macht und vor allen Dingen, wie war das nochmal, was versuchen wir nochmal? Also der Baumeister, ihr wisst ja, alles mit dem Baumeister und dann kommen ja die Jötten, beziehungsweise einige Jötten, weil es sind ja nicht alle böse und wir gehen, wir können ja gerne die Quest mal eben lesen, damit wir wieder up to date sind. Das ist ja dann hier Jötunheim, 190 nur, Herrin des Eisenwaldes. Sichere dir Angrabords Unterstützung. Finde Angraboda, finde Angraboda und sprich mit ihr. Das ist ja so eine Fürstin von Jötunheim irgendwie. Und wir wollen ja herausfinden, warum, weshalb einige Jötten dann eben das Ganze gemacht haben. Und letztlich war ja auch der Baumeister ein Jötte, der da eine kleine Invasion starten wollte. Wir haben ihn ja mit mehrstündigem Rausschneiden und mehrstündigen Kampf habe ich den ja, also es war glaube ich eine Stunde, die ich gebraucht habe, haben wir den ja irgendwie besiegt. Na, naja. So, hier können wir unsere Glühwürmchen freilassen. Ich glaube, wir haben eins. Gibt auch eine Trophäe. Alles funkelt. Cool. Jetzt fliegt da ein Glühwürmchen. Schön, schön. So, und dann gehen wir mal hier rein. Hallo, hallo. Ich bin wieder da. Lange ist es her tatsächlich, dass wir hier waren. Und die Quest ist schon markiert. Das heißt, wir trinken den Jötunheim-Trank. Ich freue mich drauf, denn Jötunheim sah unglaublich schön aus. Und vor allen Dingen, denkt dran, Jötunheim hatte ja diese Illusionswände. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Illusion, dass man, wenn man durch Türen geht oder durch oder an bestimmten Bäumen vorbeiläuft, dass dann Gegenstände erschienen sind. Das sah also unglaublich geil aus. Das ist ja im Nachhinein das, was uns jetzt hier auch wieder erwartet. Ich freue mich darauf. Gut. Dann auf jeden Fall die Berserker-Aufgabe, sehr cool. Und eigentlich dann eher schade, dass es davon nicht mehr gibt. Ne? Dass wir nicht noch ein paar mehr Begleiter rekrutieren können, die dann eben mit so einer Aufgabe vorgestellt werden und die man dann so kennenlernt und sowas. Das wäre eigentlich noch ganz cool. Und jetzt nochmal der Aha-Moment, Leute. Ja. Wunderschön. Okay, gut. Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ihr seht, es gibt noch einiges zu holen. Einiges davon war ja auch ein bisschen zu schwer. Aber das, boah, ist das groß. Also hier diese Stadt, Festung, was auch immer. Utgard. Leite mich. Ah, da ist es ja auch. Die Stadt mit den ganzen Häusern. Wir gucken mal. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Assassin's Creed. Und wie gesagt, dann machen wir Jötunheim und freut euch drauf, denn das wird dann alles nochmal ein bisschen losgekapselt natürlich von der Story in Englerland und von
ja, ich sag mal so ein bisschen hier Sigurd und so weiter und so fort, aber dafür natürlich mindestens genauso spannend, denn wir durchbrechen. Ach, guck mal, wie cool hier die Wurzeln auch sind hier oben. Sehe ich ja jetzt erst. Wir durchbrechen ja so ein bisschen die Ebene, diese klassische Assassin's Creed-Ebene, indem wir eben jetzt wechseln und sozusagen ein bisschen Gott spielen. Gut, ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Assassin's Creed Valhalla. Ciao. Was gibt's hier? Oh mein Gott, Mimirs Kopf. Ja, God of War lässt grüßen, ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.